Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es mal wieder um das Programm Luminar 2018, denn ihr habt in den Kommentaren immer wieder gepostet, dass ihr mehr Videos zu diesem Programm haben möchtet und ich dachte mir, euer Wunsch ist mein Befehl. Und deswegen zeige ich dir heute, wie man in Luminar ganz einfach einen Himmel in einem Foto ersetzen kann. Viel Spaß! Ja, ich habe jetzt hier mal ein Foto aufgemacht, wo wir eben kein Foto haben mit einem geraden Horizont. Das ist ja mal so das Typische, was man dann vielleicht als erstes sieht, wo man dann einfach mit einer Maske arbeitet, mit einem Verlauf und dann einfach von oben nach unten Verlauf zieht und dann hat man den Himmel quasi ersetzt. Ganz so einfach machen wir es uns nicht. Ich habe hier ein Foto geöffnet, wie gesagt, wo wir diesen geraden Horizont nicht haben. Und das ist ein Foto hier von der Berliner Siegessäule. Das habe ich mal vor ein paar Jahren irgendwann gemacht. Und an dem Tag, weiß ich noch ganz genau, da wollten wir eigentlich Tutorials aufnehmen. Und es hat einfach geregnet die ganze Zeit. Es war wirklich richtig schlechtes Wetter. Und wir haben an dem Tag dann auch tatsächlich alles umgeplant und haben eine Episode gedreht, wo wir das Thema behandelt haben, bei schlechtem Wetter fotografieren. Also es geht durchaus, dass man auch bei schlechtem Wetter fotografiert. Und wenn du dieses Video mal sehen willst, dann einfach mal auf meinem Kanal danach suchen. Ja, aber trotzdem sieht ja dieser Himmel jetzt hier relativ langweilig aus. Und ich dachte mir, ich zeige dir jetzt mal, wie man in diesem Programm Luminar hier ganz einfach diesen Himmel ersetzen kann. Ich habe das Foto jetzt hier einfach mal geöffnet und würde sagen, wir packen mal hier die ersten Filter dazu. Ja, also ich werde jetzt hier als erstes mal den Entwickeln-Filter ansetzen. Das ist ja so das, was man auch aus Lightroom kennt. Hier kann man die Glanzlichter einstellen, die Schatten, die Weißtöne und so weiter. Und ich arbeite, wie gesagt, nicht mit einem Verlauf in der Maske, sondern ich mache das Ganze über Luminanzmasken. Und das funktioniert hier in Luminar richtig, richtig gut. Luminanzmasken sind im Endeffekt Ebenenmasken, die auf Helligkeit aufbauen. Das bedeutet, alles, was hell ist, das wird man sehen und alles, was dunkel ist, das wird man nicht mehr sehen. Und du siehst ja jetzt schon, dass der Himmel hier so, ja, das ist eigentlich so der hellste Part in diesem Foto. Und das bedeutet, dass wir das Ganze relativ gut mit einer Luminanzmaske maskieren können. Ja? Was muss ich jetzt noch tun? Ja, ich muss dahin kommen, dass dieser Himmel komplett weiß wird. Und am besten alles andere sehr, sehr dunkel, wenn nicht sogar schwarz. Aber wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Ich werde jetzt dieses Bild insgesamt hier einfach erstmal so ein bisschen entwickeln noch und dann werden wir damit anfangen. Also ich werde als erstes jetzt hier mal noch so ein kleines bisschen die Helligkeit nach oben ziehen, so ein ganz bisschen, weil ich finde das Foto insgesamt ein bisschen zu dunkel. Ich denke mal hier so plus 0,3 in der Belichtung ist schon super. Und viel mehr will ich hier eigentlich gar nicht machen. Vielleicht noch so ein kleines bisschen Klarheit dazugeben, denn das Foto wirkt schon sehr rau und ich finde, das macht das Ganze noch so ein bisschen interessanter. Okay, viel mehr will ich jetzt hier in der Grundbearbeitung gar nicht machen. Jetzt geht es darum, wie können wir diesen Himmel ersetzen. Und dafür werde ich jetzt hier einfach mal eine neue Ebene erstellen, denn ich möchte jetzt nicht das alles auf dieser Ebene machen, denn das ist nur quasi eine temporäre Ebene. Ja? Also alles, was ich jetzt mache, ist nur dafür da, um im Endeffekt eine Auswahl zu erzeugen von diesem Himmel. Und deswegen werde ich jetzt hier mal eine neue Nachbearbeitungsebene, so heißt es jetzt hier, eine neue Einstellungsebene, wie auch immer, einfügen. Ja? Und genau, jetzt sind wir hier auf dieser neuen Ebene und wir haben wieder keine Filter hier drin, weil diesen Filter, den wir gerade eben angewendet haben, der ist hier auf dieser Hintergrundebene. Okay, also ich wende wieder einen Filter an und dieses Mal gehe ich jetzt hier mal auf die Schwarz-Weiß-Umwandlung. Denn diese Masken, diese Luminanzmasken, habe ich dir gerade eben schon gesagt, alles was weiß ist, wird angezeigt, alles was schwarz ist, wird nicht angezeigt. Und dazwischen sind diese Graustufen. Und mit dieser Schwarz-Weiß-Umwandlung erreiche ich jetzt eigentlich genau das, dass ich so eine Luminanzmaske quasi erstelle. Das heißt, mir geht es jetzt gar nicht mehr um die Farben. Ja? Am Ende wird das Bild wieder farbig sein. Das ist jetzt nur temporär. Aber es geht jetzt einfach darum, den Himmel hier weiß zu bekommen und alles andere hier relativ dunkel. Du siehst jetzt hier auch in dieser Schwarz-Weiß-Umwandlung haben wir auch nochmal diese Regler hier drin, wie zum Beispiel Glanzlichter, Schatten, Weißtöne, Schwarztöne und so weiter. Und das mache ich mir jetzt einfach mal zunutze. Also ich werde jetzt als erstes mal den Kontrast richtig nach oben ziehen. Ja? Also mir geht es jetzt gar nicht darum, wie dieses Bild am Ende aussieht. Das ist jetzt einfach nur temporär. Immer beachten. Kontrast komplett nach oben, dadurch wird der Himmel hier ein bisschen heller und das hier unten wird alles ein bisschen dunkler. Dann kann ich als nächstes mal gucken, dass ich meine Schatten komplett nach unten ziehe. Dann wird das Ganze hier noch dunkler. Die Glanzlichter dafür ziehe ich komplett nach oben. Dann müsste der Himmel hier komplett hell werden. Ja, das sieht doch schon relativ gut aus. Es ist noch nicht komplett weiß,
aber wir kommen schon mal in die richtige Richtung. Und das Gleiche können wir jetzt mit den Weiß- und den Schwarztönen auch noch machen. Also die Weißtöne kann ich jetzt hier auch komplett nach oben ziehen. Jetzt muss man hier fast schon ein bisschen aufpassen, dass hier die Goldelsen nicht mit da verschwinden. Von daher werde ich das mal so ein bisschen zurücknehmen und gleichzeitig hier auch die Schwarztöne komplett wieder auf minus 100 setzen. So, und jetzt müssen wir hier einfach noch ein bisschen gucken, dass wir hier die Goldelse nicht zu sehr ins Weiße mit reinziehen. Der Himmel, das ist das Wichtige, der ist aber jetzt auch schon eigentlich komplett weiß. Das sieht so schon ganz gut aus. Und jetzt im nächsten Schritt kann ich mir mal überlegen, diese Goldelse, die ist ja Gold, ne? Wie der Name sagt. Also so eine Art Gelbton. Und ich habe jetzt hier noch die Möglichkeit, in dieser Schwarz-Weiß-Umwandlung hier die Luminanz der einzelnen Farbkanäle zu verändern. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel rot, heller oder dunkler machen oder aber auch gelb. Und gelb ist ja genau das, was wir haben wollen. Ja, und ich ziehe jetzt einfach mal hier die Luminanz von den Gelbwerten komplett nach unten. Und jetzt achte mal drauf, was hier passiert. Boom. Ja, all das, wo ich gerade so ein bisschen Angst vor hatte, das ist jetzt hier Geschichte, denn die Goldelse ist jetzt auch komplett schwarz. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Ich ziehe jetzt auch mal die Rotwerte hier noch komplett nach unten. Und so sieht das Ganze doch schon richtig gut aus. Ich glaube, viel mehr brauchen wir hier gar nicht. Ich werde jetzt hier diesen Filterkatalog als erstes mal wieder zumachen. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt hier das Ganze mal als Luminanzmaske erstellen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier in dieser Ebene 1, in dieser Einstellungsebene, mal auf diesen Pinsel hier klicken und dann hier ganz unten auf Luminanz gehen. Und jetzt wird hier automatisch diese Luminanzmaske für mich erstellt, auf Basis, wie dieses Bild hier aktuell aussieht. Ja? Und wenn das jetzt fertig ist, dann haben wir hier, wie du sehen kannst, diese stehende Luminanzmaske. Dieses Foto wird jetzt erstmal wieder normal angezeigt, denn wir haben jetzt hier diese Luminanzmaske quasi über diese Einstellungsebene drüber gelegt. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt also den neuen Himmel in das Foto bringen. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder eine neue Ebene erstellen, mit Klick auf dieses Plus, und eine neue Bildebene hinzufügen. Und ich habe jetzt hier mal so einen Ordner, da habe ich jetzt hier einfach mal schon so ein bisschen vorbereitet, diesen Himmel 2 hier, den werde ich jetzt hier einfach mal nehmen und als neue Bildebene hinzufügen. Der wird jetzt hier einmal komplett über dieses Bild rübergelegt. Ich lasse das jetzt einfach erstmal alles so. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist diese Luminanzebene, die wir gerade eben, oder diese Luminanzmaske, die wir gerade eben erstellt haben, jetzt auf diese neue Ebene hier zu bringen. Und das kann ich ganz einfach tun mit einem Rechtsklick hier auf diese Maske. Sage ich jetzt hier einfach mal kopieren. Und werde jetzt hier einen Rechtsklick auf die neue Ebene Himmel 2 machen. Maskieren und dann einsetzen. Und was jetzt passiert, bumm, du siehst es, dieser Himmel hat jetzt hier diese Luminanzmaske angenommen. Das sieht man jetzt hier auch, ne? Hier ist diese Luminanzmaske drin. Und du siehst ja jetzt hier auch diese weißen Umrisse, das sind hier genau, das ist hier der Himmel. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Also das hier alles ist ja schwarz gewesen, da wird der Himmel nicht angezeigt. Und der Himmel, den haben wir komplett weiß gemacht und da schimmert jetzt hier dieser neue Himmel durch. Und das ist jetzt im Endeffekt alles, was wir brauchen. Diese Einstellungsebene, die kann jetzt im Prinzip hier gelöscht werden. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Rechtsklick drauf und sage einfach mal Ebene löschen. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, das war jetzt quasi nur so eine temporäre Ebene. Und wir haben jetzt diese Luminanzmaske hier erstellt für diesen neuen Himmel. Ja, soweit, so gut. Also ich finde, das sieht schon mal richtig gut aus. Man kann jetzt noch ein paar weitere Einstellungsebenen hier hinzufügen. Ich werde jetzt hier einfach mal so eine Nachbearbeitungsebene noch einfügen. Und jetzt kann man das ganze Bild noch so ein bisschen bearbeiten, noch so ein bisschen anpassen. Also ich werde jetzt hier nochmal einen Filter hinzufügen, nochmal auf Entwickeln gehen. Ja, und jetzt insgesamt für das gesamte Bild hier nochmal so ein paar Einstellungen treffen. Das heißt, ich werde jetzt hier die Schatten nochmal ein bisschen aufhellen, die Glanzlichter so ein bisschen runtersetzen, ein bisschen mehr Kontrast in das Bild geben. Und ich finde, da kann man jetzt hier schon noch eine ganze Menge rausholen. Aber das soll jetzt hier auch gar nicht das Thema sein in diesem Video, sondern das Thema war ja, wie gesagt, den Himmel ersetzen. Und du siehst, das kann man in Luminar relativ einfach machen. Natürlich ist es nicht immer so, dass man ja den Himmel komplett weiß bekommt. Ja, also es ist schon eher was für Fotos, wo man relativ viel Kontrast zwischen Himmel und dem Rest hat. Aber wenn man diesen Kontrast hat, dann ist es auch völlig egal, ob da so ganz kleine Abstufungen drin sind, ob du da einen Baum drin hast oder was auch immer. Du siehst ja auch hier, bei der Goldelse hat es hier oben auch in diesen ganz kleinen Riffelungen auch funktioniert. Und sogar hier dieser Zaun, ja, da hat es auch funktioniert. Es geht einfach nur darum, dass du diesen gewissen Kontrast zwischen Himmel und dem Rest, also dem Vordergrund, in deinem Foto hast. Dann ist diese Methode auf jeden Fall sehr gut anwendbar. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein bisschen weiterhelfen. Wenn du mehr Videos zu Luminar sehen willst, dann
einfach unten in die Kommentare damit. Und du kannst mir auch mal wirklich auch dazu schreiben, was du gerne sehen möchtest, was ich in Luminar dir erklären soll. Und dann kann ich dazu entsprechend Videos machen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, damit ich weiß, dass ich auf der richtigen Spur bin. Wenn du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und falls du noch nicht getan hast, dann auf jeden Fall den Kanal auch abonnieren und aktiviere auch die Glocke. Dann kriegst du eine Push-Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Es gibt noch einen Platz, ja, für nächstes Wochenende. Also am 23. und 24. März gebe ich einen Workshop in Berlin, wo wir fotografieren gehen, unter anderem auch auf einen mega coolen Rooftop. Das heißt, wir sehen Berlin von oben direkt am Alexanderplatz zum Sonnenuntergang. Ja, das wird richtig cool. Dann wird es am Samstag den Sonnenaufgang, den werden wir shooten. Wir werden einen kleinen Bildbearbeitungspart machen, wo ich so ein bisschen meine Bildbearbeitung nochmal ganz genau erkläre und dann auch am Samstag abends nochmal zusammen shooten gehen, den Sonnenuntergang wieder. Das wird richtig cool. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere da vielleicht noch Bock drauf hat, einfach mir noch eine schnelle E-Mail schreiben, dann könnt ihr da auch noch mit dabei sein. Und alle weiteren Infos findet ihr dazu auch auf meinem Online-Store www.stefanschäfer-store.de. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Da gibt es auch weitere Workshops, wie zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz, in Dresden, in New York und so weiter und so fort. Also, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Bearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.